Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part. Wir konfrontieren heute Andy Toretto. Ich würde sagen, locken wir erstmal einen an. Er kommt her. Und ziehen uns noch ein kleines Stück weiter zurück. Wirklich hier komplett rauszulocken. Und da ist auch, glaube ich, eine Geldtasche da hinten. Wir sollten mal nachsehen. Ja, ja, mach das. So, sehr schön. Okay, er kommt auch. Bitte, bitte, bitte. Soll ich ihn nicht bemerkt haben. Oh, sehr schön. Perfekt. Und du kommst auch erstmal auf die Seite. So. Beziehungsweise, da ich das so cool finde, irgendwie so, warum auch immer, ich kann es selber nicht erklären, muss ich jetzt ihn woanders ablegen. Dafür muss Zeit sein. Ach, da ist gar kein Platz für ihn. Ja gut, dann halt nicht. Er ist aber zu groß. ja. Bin mir nicht mehr sicher, ob das von Anfang an schon ging. Also, hätte mich gewundert, weil ich das nie entdeckt hätte. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Und nehmen auch mal die Kohle hier mit. Da wir wissen, Kohle ist immer gut. Waffenschrank. Das hat der natürlich gesehen. Ja, das war blöd. Teufel, ja! Nein, 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 das machst du ganz sicher nicht. Ich sag dir nein, leg auf. Ja, das ist auch noch versuchst hier. Ja, habt ihr mal euch ready? Ich bewaffne mich in der Zeit mal. Naja, eine Schrotflinte will ich jetzt nicht. Aber das möchte ich gerne haben. Und hier, da ist einer von denen, wo ich töten soll. Die ganzen Aufträge, die ich dann immer nicht gemacht habe, also wir hatten ja noch zum Vorbereiten hatten wir noch, glaube ich, zwei Aufträge, einen, wo wir töten mussten, und einen Gewerkschaften, die kommen dann eigentlich immer hierher, wenn ich es nicht gemacht habe. Weil spätestens da habe ich dann die Möglichkeit, sie zu töten. Und das ist ja der eine, der wo hier oben ist, den da. Sieht man auch das Zeichen. Scheiße! Ernsthaft, ihr seid ja echt so hohl. Ja, ihr seid hohl. So, wir gehen erstmal hoch. Ich glaube. Nee. Hier können wir, glaube ich, hochgehen. Ja, sehr schön. Kuckuck. Glaubst du, du kriegst mich auch so leicht klein? Versuch es ruhig. Ja, das glaube ich schon. Komm schon, Jungchen. Wenn du rauskommst. Mann. Er hat einen von unseren Jungs gekillt. Oh, ich habe nicht nur einen getötet. Die hat eine Shotgun. Okay, muss ich aufpassen. Ja, komm her. Ja, die brauchen ein bisschen mehr Kohle, um das hier down gehen. Ja, Kohle sag ich schon. Munition. Lass mal nicht hier down gehen. Ich glaube, wir haben alle hier so getötet. Naja, keiner uns auf den Sack gehen könnte. Okay, doch. Aber gut, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Entweder ihr tötet. Kickback. Ja, genau. Wenn ich Underbosse am Leben lasse, kriege ich ein höheres Kickback. Jo. Mich oder dieser jämmerliche Greco tut es. Na, weil Greco aber nicht hier ist. Nee, doch nicht, okay. Gut, ich weiß nicht mal, ich bin mir nicht sicher, wann ich das mal auswählen kann. Ich glaube erst beim Bezirkschef oder Bezirksboss. Da kann ich es auf jeden Fall auswählen. Ja genau, so, ich krieg ein Gefallen und noch ein Überfallkommando, das mich halt einfach unterstützt. Dreckig für Kampftrupp mit Schrotflinte und einem MG. Ja, gucken wir, was uns der Zukunft noch so erwarten könnte. Gut, wenn ihr das sehen wollt, da habt ihr es einmal die Möglichkeit euch anzuschauen. Ich drücke einmal Enter und wir werden der Runde telefonieren. Die Dockarbeitergewerkschaft ist am Start. Lass deine Jungs das handeln. Du hast diese Scheiße erledigt, hä? Gut so, Kumpel. Ich schicke ein paar Jungs die Wache halten. Schnapp dir das Lagerhaus und wir haben Greco. Ist ein Kinderspiel. Und ich glaube, jetzt müssten seine Fahrzeuge blau sein, wenn ich mich nicht irre. Schau mal.
Ja, da habe ich doch recht gehabt. Genau, seine Fahrzeuge sind rot. Mein Gott, blau. Heute haben wir ein ganzes Bücherregal voll mit Akten über Vito Scaletta, aber das war nicht immer so. Hoover hat bis 1957 geleugnet, dass es die Mafia überhaupt gibt. Darum gab es auch keinerlei Material über Leute wie Vito Scaletta. Inzwischen wissen wir, dass er am Zweiten Weltkrieg teilnahm und wegen Unterschlagung und Diebstahl 6 Jahre in Haft war. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass er ein Mitglied der Falcone-Familie in Empire Bay war, obwohl er gleichzeitig verdächtigt wird, Don Carlo Falcone ermordet zu haben. Falls er es wirklich war, muss er Freunde an hoher Stelle gehabt haben, denn man ließ ihn am Leben. Er musste allerdings ins Exil und hat sich dann hier unten angesiedelt. Die Kommission überzeugte Sal Marcano, Vito ein paar Geschäftsbereiche zu überlassen. Okay. Ja, da haben wir ein bisschen was nochmal über Vito erfahren. Und da haben wir uns unser Überfallkommando, das könnten wir jederzeit rufen, das kostet uns aber leider einen Gefallen. Und dadurch haben wir aktuell nur einen einzigen Gefallen, hier oben das Blaue. Man sieht, die Gefallen werden einmal von Nila, das ist einmal von Cassandra und einmal Vito Scaletta. Könnte ich Nachschub bekommen in River Rove? Wir geben erstmal unsere Kohle ab, beziehungsweise Munition, füllen wir auf. Jemanden raus nach River Rove wegen der Kohle. Genau, ich glaube, die kommen jetzt auch hier rein. Da packt uns unsere Karre auch. Da kommt mal hier reingefahren. Dankeschön. Ja, genau, Überfallkommando, du kannst Überfallkommando als Verstärkung herbeirufen, wenn du unterwegs bist. Um das Überfallkommando herbeizurufen, wähle es im Auswahlrad aus. Wie gesagt, haben wir uns gerade angeguckt. Aber ja, das ist ganz gute Unterstützung. Ich nutze es eigentlich meistens nie. Da ist eigentlich auch so alleine auch geht. Und da es einen Gefallen kostet. Und das ist halt ja nicht immer einfach. Wenn es einen Gefallen ist, muss man sich gut arbeiten immer. Wir können jetzt aber erstmal gucken, weil jetzt oben so ein Ausrufezeichen ist, was wir neu haben. Scheinbar wahrscheinlich die Shotgun. Bei Pistolen, mal gucken, was haben wir hier neu? Vielleicht die war hier neu. Und bei MPs kann man auch mal gucken. Da haben wir, glaube ich, die neu bekommen oder irgendeine. Ja, die ist die gleiche, gibt es auch in Eisschuss, die wir aktuell haben. Und ja, aber Schaffschutzgewehr hatten wir auch irgendwas neu. Okay. Oh, da ist immer noch irgendwas neu, komischerweise. Schalten wir mal durch. Komisch. Ja, bei Spezialwaffen, aber gibt es da was Neues? Ja, das gibt dadurch, dass neues DLC jetzt rauskam, jetzt auch ein paar neue Waffen. Ja, gut, die werden wir uns im späteren Spielverlauf auch mal gönnen. Aber ich werde noch nebenzu beim Nachschub mir Medikits gönnen. Und eine Schutzliste einmal auffüllen. Und dann sollte es auch reichen. Und hier, wir geben erstmal unsere Kohle einmal ab noch. Pass gut drauf auf. So, wir können mal gucken, ob wir Kickback mittlerweile haben bei beiden. Beziehungsweise bei ihm werden wir es noch nicht haben, aber bei ihr haben wir schon was, weil ihr seht ihr den Bezirk schon. Und dann bitten wir uns erstmal einen weiteren Bereich, um wirklich ihm jetzt den Bezirk zurückzuholen. Vito Scaletta. Da fahren wir erstmal dahin. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, so. Fragt mich nicht, wie ich das geschafft habe. dass ich einen platten Reifen habe. Darüber will ich auch, glaube ich, nicht reden. Deswegen reden wir erstmal mit unserem neuen Informanten. Vito schickt mich. Du bist Conny, ja? Yep. Conny DeMarco. Hab für Vito ein Auge auf den Schmuggel. Roy Thibodeau ist jetzt zuständig und es läuft richtig scheiße. Warum hat Greco ihn nicht fallen lassen? Wenn's nach ihm ginge, würde er Roy hochgehen lassen. Greco hat Roy nicht ausgesucht, was ihn zur Zielscheibe macht. Trotzdem, Roy versucht von Kuba aus den üblichen Schrott zu verkloppen. Zigarren und Rum. Scheiße, man sagt, die verkaufen sogar Medizin und so ein Zeug an die Kubaner. Greco hat also Stress. Greco dachte wohl, sein Onkel Sal würde nicht so hart mit ihm umspringen. Jetzt macht er allen Druck. Auch Roy. Wenn das Geschäft noch schlechter läuft, muss Roy selbst kommen und sich kümmern.
aber Roy hat ein paar Leute hier und da. Mit etwas Überzeugungskraft kriege ich schon was raus. Hast du schon einen von Roys Jungs geschnappt? Die reden bestimmt, wenn man richtig fragt. Okay. Jo, dann werden wir uns auch mal darum kümmern. Gucken, ob wir das alles noch in dem Part schaffen. Ich werde mich beeilen. Hier kriegt noch ein wenig Belohnung. Was haben wir hier? Da noch ein bisschen. Und hier ist die Belohnung sehr schön. Das heißt, dann nehmen wir auch das Ganze. Hier können wir die Leute befragen. Wie gesagt, was ich vorhin auch gemeint habe, ist, falls ich zum Beispiel nur den brauche, den Auftrag, und damit eigentlich den ganzen Schaden erledigt habe, oder gibt es aber auch hier den und den Auftrag, und das sind ja auch Leute, Charaktere, hier muss ich jemanden töten, und hier. Das heißt, die werden sich dann hauptsächlich an dem Hauptpunkt versammeln wieder, und dann kann ich es ja am Schluss, wenn ich den Unterboss von dem halben Bezirk töten muss, oder Unterboss töten muss, da sind dann die auch versammeln. Natürlich sind dann sozusagen. Wenn ich natürlich sie alle davor töte, na gut, da gibt es nur den Unterboss. Genau. Na gut, ich weiß nicht, ob ich die Karre nicht nehmen soll. Aber gut, es ist ja nicht so weit. Und ja, in der Hoffnung wird sie vielleicht bald mal repariert. Dann mal gucken. Dann müssen wir links mal gucken, wie gut in der Kurve noch geht das Ganze. Ach, geht doch noch. Eine gute Haftung. Nein. Ich drehe was nur im roten Bereich, aber das soll ich so nur sagen. Kann auch nicht immer alles glatt laufen. Wenn es so weitergeht, müsste ich eh bald einen Motorschaden haben. Okay, parken wir dann hier mal. Jetzt bald noch, können wir uns halt noch kein eigenes Fahrzeug rufen, aber ich gleich. Oder demnächst sind wir mal beim Burgmann. Dann wäre es auch einfacher. So, hier können wir ordentlich Schaden zufügen. Kannst du vielleicht den Familienkram aus dem Spiel auslagern? Aus, Junge. Kommt doch alle rum am Wochenende. Wir freuen uns. Waffen habe ich leider noch nicht. Das Problem ist, wenn ich die Tür aufmache, könnte es der da oben merken. Deswegen, also entweder mit volle Lotte rein. Ich will mal was versuchen. Ein bisschen außenrum zu gehen. Ah, genau, das wäre perfekt. Wenn ich den oben ausschalten kann, dann kann ich auch an den hinteren. Wann komme ich ran? Spielen wir noch eine Runde? Versuchen wir das Ganze mal leise. Okay. Und dann machen wir auch mal die Tür auf. Komm mal rein. Sehr schön. Gut, dann haben wir dich auch mal. Oh, und dann ist die Frage vom Molotow runterwerfen. Hm. Ah, ich geh mit. Meine sagen. Nein, das, ich weiß nicht, ob die Kohle dann weggeht. Das wollen wir ja nicht. Kann sein, dass ich es nach dieser Runde packe. Könnten vielleicht mal die ablenken, indem ich mal das Tor dazu mache. Hey, du! Mach die Mücke! Komm hoch. In welchem Rappen noch steckst du? Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn ich sie so hoch bekomme. Ja gut, damit habe ich den Typ ein bisschen aufgeweckt. Aber noch merken sie nichts und noch wissen sie nichts. Was ihnen geschieht. Nichts gehört, verdammt. Ja, perfekt. Und die wird jetzt einfach so schnell erschießen. Und damit hat sie die Sache auch erledigt. Perfekt. Die können wir mal aufmachen. Oh Leute, hier ist noch jemand. Ich habe was gehört. Er könnte schwer, dass er etwas gehört. Ja. Die Schüsse waren so leider so leise, dass man die kaum gehört hat. So. So. Läuft, was der macht. Und es gab auch nochmal ordentlich Kohle, 7500. Kann man nicht meckern und der kniet sich auch hin, ja. Dann nehmen wir das. Zerstören wir das noch? Haben wir noch was zu zerstören? Ich glaube nicht. Na gut, dann fahren wir auch weiter. Aber ich glaube nicht mit meinem Auto. Treibt ihr es da beim Fahren oder was?
Weil die so langsam sind, geiler Shit. Los, raus! Raus! So, jetzt haben wir noch, mal gucken, wie viel Schaden wir brauchen. Noch 7200? Okay. Ganz sicher nicht. Ja, ich muss. Eigentlich will ich sie nicht umbringen. Und die haben mit mir nichts zu tun. Ich bin auch nicht dafür. Aber Cops geht halt einfach nicht. Geht nicht. Tut leid. Das kann ich leider nicht zulassen. Oh, ja gut, das war die falsche Taste. Jetzt irgendwo da unten. Okay. Mal erstmal gucken, wie wir da runterkommen. Wenn hier oben natürlich keiner ist. Ja, hier oben ist keiner. Jetzt bin ich falsch. Kann ich hier drüber klettern? Ernsthaft, ich muss jetzt auch noch außen rumlaufen. Dann tun wir das Ganze mal. So. Ah, hier müsste schon irgendwo runtergehen. Ah, genau. Dann klettern wir hier mal runter. Mal die Dinge. Mal unser. Unterboss. Oder Bezirksleiter, wie auch immer man es nennen möchte. Das ist der einzigste hier. Ist da jemand? Da hinten sind noch ein paar, aber. Locken wir uns den mal hierher. Das ist komisch, dass er gar nicht angezeigt ist. Jetzt lassen wir erstmal Q gedrückt. Hat er funktioniert? Und die schnappen uns auch nochmal schnell. Und dann zünden wir das Ganze noch an. Kann ich gar nicht, ne? Ich muss denn erst drauf schießen. Ah, die Frage, wie viel sind es denn noch? 1, 2, 4. Okay. Ich werde das Ganze einfach anzünden. Genau, einfassen. Perfekt. Alles ist schön leise. Genau, so, bitteschön. Vielleicht schaffen wir es ja, hier durchzuschwimmen. Wenn wir jetzt was merken. Komm mal her. Es war knapp. Es war ganz schön knapp. Hier kommen wir ja. Perfekt. Ich glaube, ab jetzt kann man auch gleich mal loslegen. Ein Wachposten auf jeden Fall sind 4 Stück noch. Hier mal den Wachposten direkt vorknüpfen. Jetzt geht's ab! So, dann gibt's nur noch ihn. Ich bin festgenagelt! Ja, du bist aber leider nur alleine. Ich bin festgenagelt! Okay, das funktioniert nicht. Ich muss ja noch ernsthaft. Dem Moment, wo ich nachladen muss. Bitte. Ja, wir haben genügend Schaden gemacht. Wer wippt hier ein bisschen schön durch die Gegend? Und noch ein bisschen Kohle. Und ein neues Teilchen. Hier können wir gleich auch wieder hochkommen. Hier liegt noch eine Tasche. Also sehr schön. Oder ist. Nee, das ist keine Tasche, sondern. Ist dir irgendwer gefolgt? Roy schiebt Panik. Vor Greco? Vor dir? Hab gehört, er schläft jetzt im Lagerhaus. Ist der einzige Platz, wo er sich sicher fühlt. Gut. Das heißt, ich krieg ihn leichter zu fassen. Sobald er erledigt ist, gehen wir rein. Vito kriegt das in Griff. Du wirst schon sehen. Der kleine Pisser Roy ist zurück im Lagerhaus. Tu, was du musst. Okay. Habt ihr ein Glück, ich werde das Ganze noch, machen wir das jetzt abschließend, so auch den Auftrag hier noch nichts Neues anfangen müssen hier. Nehmen wir das jetzt auch noch schnell in die Folge und danach aber beenden wir die Folge auch. So, dann fahren wir noch schnell vor.
Und damit sind wir wieder hier am Lagerhaus. Und gucken wir mal, wo wir am besten reinkommen. Nehmen wir am besten gleich da, wo Eingang dran steht. Die Tür. Scharfschützenposition. Wenn wir da hochkommen, ist ja nicht immer meistens gut, haben wir schon den Überblick. Wie stehen die Wetten, dass Greco Mr. Thibodeau loswerden will? Die Chancen stehen gut, wenn wir weiter Geld und Waren verlieren wie bis jetzt. Roy hat nicht die Eier für diese Art von Arbeit. Der alte Junge ist ein Bürohengst. Solche Sachen sind gut für Jungs wie uns. Ich versuche, die jetzt mal abzudenken. Alle? Vermutlich schleicht der Mann, der uns überfällt, nicht hier rein und schneidet dir die Kehle durch. Vielleicht solltest du dir darüber Gedanken machen. Was immer das war, es muss in der Nähe gewesen sein. So, damit kann ich sie einmal ablenken, dann kann ich hier auch durch. Oh, ich kann Gabelstapler fahren. Oh, das müssen wir ja gleich mal ausprobieren. Haben wir auch schon hier den Gabelstapler-Simulator laufen. Oh, das tut mir echt leid. Das ist bitter. So ist es gemein. Auf zur Toilette. Kann sie nicht mal wehren. Ah, ich bin schon voll. Hier noch die Kohle. Vergessen. Oben ist der, den wir töten sollen. Da hat man ja auch schon den Auftrag wieder. Den habe ich ja nicht getötet. Deswegen kam der hier dazu noch. Da ist ein Scharfschütze. Zumindest der wird das sehen, was wir machen. Ja, Mist. Das war schlecht. Das war wirklich schlecht. Egal, wir müssen jetzt. Komm raus. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier hoch. Du kriegst mich auch so leicht klein? Versuch es ruhig! Ich krieg eigentlich jeden klein. Da bin ich. Glaubst du, du kriegst mich auch so leicht klein? Versuch es ruhig! Ach ja. Glaubst du, du kriegst mich auch so leicht klein? Versuch es ruhig! Du bist ja sehr vielseitig mit deinem Wortschatz hier. Guck mal. Okay. Was soll jetzt bitte? Peinlich. Ich will nicht sagen, dass die Munition ausgeht, aber doch. Ja. Zu dem richtigen Zeitpunkt rausgesucht, Verstärkung zu rufen. Hey, er ist hier drüben. Jetzt stirbst du, Arschloch. Du setzt mir hier richtig zu. Komm schon. So, ich gehe noch nicht rein, weil damit würde ich ja direkt die Story weitermachen. Das heißt, ich will erstmal alle hier töten und dann nochmal einen Gabelstapler fahren haben. Das ist ganz wichtig. So, die geht's ja kraken. Oh, die Kill-Moves, die sind einfach nur krass. Töten kann oder halt anschießen kann ich ihn schon mal. Nur ich darf nicht an ihn rangehen. So. Damit müsste ich, glaube ich, alle haben. Du willst mir ja nicht abhauen. Ich glaube, uns noch die Kohle erstmal. Und das Bild. Oh, wir sind eigentlich mit total. Jo. Mein Gott, sind wir blöd. Wir sind mit 9000, fast 10.000 Mani reingelaufen. Schön. Scheiße haben wir ihm zu verdanken. Da lebt noch einer. Ich treffe ihn nicht. Wir leben doch sogar mehrere als zwei. So, jetzt müsst ihr aber alle hier haben. Das Geld will ich noch. Und dann können wir hier das auch mitnehmen. Und jetzt noch einmal kurz Gabelstapler fahren hier. Das müssen wir ja ausprobieren. Geiler Shit. Wow.
Gabelstapler-Simulator. Okay. Jetzt haben wir gleich alles hier eingesammelt, was nur so ging. Ja, da ist ein bisschen Kohle. Die Kohle können wir mitnehmen. Ja, ich glaube, passt soweit. Dann schnappen wir uns mal den hier. Du musst das nicht tun! Klar tue ich das. Doch, leider muss ich das. Durch die Hand. Ins Gesicht. Okay, und damit ist auch wieder das, sein Vito, sein Ding gestiegen. Und dann telefonieren wir mal eine Runde. Ich brauche euch Jungs beim Lagerhaus, um den Schmuggelbetrieb zu sichern. Ich schick sie dir. Und Lincoln, nur weil Greco ein Idiot ist, ist er noch kein Weichei. Wahrscheinlich wird er ein paar Leute losschicken, um dich zu killen. Pass auf dich auf. Greif dir Greco und schlag ihn von mir aus windelweich, aber bring ihn nicht um. Das erledige ich. Ich war im Zweiten Weltkrieg im 3. Zugkompanie C Panzerzerstörungsbataillon 614. Ich war zwar ausgebildeter Sanitäter, hatte aber trotzdem eine Waffe. In unserer Einheit waren alle schwarz. Die Armee wusste nicht, wohin mit uns. Jedenfalls wollten sie, dass wir nicht mit den Weißen zusammenkämpfen. Klimbach. Klimbach war ein kleines französisches Städtchen in der Nähe der deutschen Grenze. Und wir hatten den Befehl, es einzunehmen. 3 von den 4 Abwehrkanonen, die wir hatten, hatten die Krauts kassiert. Aber aufgeben kam auf keinen Fall in Frage für uns. Wir waren fest entschlossen zu beweisen, dass wir mindestens genauso gut, wenn nicht gar besser waren als die ganzen anderen Soldaten in der Armee. Ich rede nicht gern über Auszeichnungen, die ich bekam. Wenn ein Mensch sowas überlebt, dann nur durch die Gnade Gottes. Ich finde es nicht richtig, sich mit Blechstücken dafür zu dekorieren. Außer Ihnen und John Donovan weiß es niemand. Nicht, dass ich mir große Mühe gegeben hätte, es geheim zu halten. Es hat nur niemand danach gefragt. Ich wünsche noch viel Spaß. Ciao.